Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, heute mal wieder einen kleinen Umbau von einem Motor. Und zwar habe ich im Schub gefunden eine uralte E44.5 von Rocco. Und ja, da hat es vor, ich glaube vor einem Jahr oder was, hat es mir da Motor durchgebrannt. Und komischerweise, ich bin nie dazu gekommen, dass ich gesagt hätte, ich baue jetzt da einen neuen ein. Hätte sogar Vaginalware da gehabt. Aber irgendwie kein Bedarf, keine Zeit. Vor allen Dingen Zeit, ja, immer ein Problem bei mir gewesen. Jetzt geht es Gott sei Dank besser. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich habe ja so viele Glockenanker momentan. Könnte ich doch mal was probieren. Und was ich da probiert habe, das zeige ich euch in diesem Video. Kleine Vorschau aufs nächste Mal. Ich habe wieder Lieferung bekommen. Und zwar, ich habe gesagt, ich möchte meinen BW weiter beleuchten. Und da habe ich wieder einen Satz Lampen bekommen. Das heißt, zwei Satzlampen, sind 8 Stück. Und die möchte ich ins BW mit integrieren. Das werde ich aber das nächste Mal zeigen. Und dann ist ja auch schon fast wieder so weit, da man sagt, wir können wieder mit der Reihe weitermachen, mit dem Modell des Monats. Da werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Irgendwelche Wunschmodelle nehme ich gerne entgegen, aber nicht vergessen, wir sind momentan beim Dampf, also werden wir über die Dampflocken gehen. Bleiben. Und wenn die alle durch sind, dann können wir mal über Diesel, E-Locken und Triebwagen sprechen. Aber so, wie gesagt, fürs Modell des Monats, wenn einer meint, ah Mensch, da hätte ich gern, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es berücksichtigen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Umbau. Anschließend die Probefahrt. Ich wünsche euch was. So, hallo Freunde der defekten Lok. Also, heute einmal ein Umbau aus aktuellen Anlass. Ja, das ist eine 44.5 von Rocco. Platine habe ich rausgemacht, Motor ist auch gerissen, der ist also im Argen. Ja, Premiere habe ich auch so noch nicht gemacht in dem Sinn. Und darum nehme ich euch jetzt da mal mit. Sprich, also ich habe also außer die 188 von Rocco noch keine umgebaut. Aber das machen wir jetzt einfach einmal. Und ich zeige euch, wie ich das mache. Und normalerweise gehst du ja her, Motor kaputt, schmeißt weg. Dann kaufst du dir einen Satz, Glockenanker, Umbausatz. Da ist ja dann das Gehäuse dabei, dann ist der Motor dabei, deine Kabel dabei und alles. Ne? Braucht man da in dem Fall nicht. Warum zeige ich euch? Also, Schatz, ja. So mache ich das. Motor auseinanderschieben geht ganz einfach, da ist nichts dabei. Auch wenn er jetzt nicht defekt ist und einmal eine gründliche Reinigung braucht, geht das auch. Da kommt der raus, den schmeißen wir weg, den brauchen wir nie wieder. Und das ist auch der Grund, warum ich die Dinger aufhebe, diese defekten Motoren. Ja, jetzt kann ich sehen, warum. Wir nehmen uns einen, wo habe ich den liegen? Da sind es. Ja, eine Glocke. Ich nehme jetzt da, das soll ja Personenzug sein, da gehen wir also schon etwas gröber hin, also keine 13.000er Umdrehungen, sondern wir nehmen einen 18.000er Umdrehungen. Da gibt es also zwei verschiedene Sorten. Das sind 13.500er. Das ist auch einer. Und da haben wir jetzt einen,
wieder 13.500er. Mal den schauen. 18.000, jawohl. Der dreht etwas freudiger. Jetzt nehmen wir den Schacht rein. Ein guter Aufkommen. So. Jetzt passen wir uns das Ding einmal da an. Jetzt pass auf, ich nehme also mein altes Gestell. Setze mein Motor da rein. Und da zwickt er jetzt natürlich. Das ist ganz ein klarer Fall. Den bringst du so also nicht rein. Weil er ein bisschen dicker ist. Dann gehe ich immer her. Hab mir da so einen Fräser gekriegt. Und der hat also den Durchmesser vom Motor. Und da geht man her und fräst man das da aus. Ich mache das jetzt einmal auf der Werkbank, weil mit der Hand halten und dann fräsen ist ein bisschen doof. Ich tue den jetzt da einspannen. Und mache das dann maschinell. Das heißt, ich schalte euch jetzt einmal kurz weg. Ich habe jetzt das ein bisschen ausgefräst. Das gehen wir dann mit dem Skalpell her und schneiden dann da die Überstände schön vorsichtig weg. Wichtige Sache, dass wir auch wirklich Platz haben. Ja. Ja, hier drüben machen wir das auch. Aber man sollte dann schon wirklich ein scharfes Skalpell haben. Wenn man sowas da. Ja, geht das gleich besser. So. Weil an der Struktur selbst haben wir jetzt nichts verändert. Also, das hält einwandfrei. Und? Der natürliche Weg ist eigentlich gegeben. Und da brauchen wir jetzt eine kleine Pinzette. Und da spanne ich da innen auch raus. Jetzt haben wir es. Jawohl. So. Und jetzt müssen wir das normalerweise einmal frei reinpassen. Na, sieht man? Stimmt. Nummer 1. So, nächster Schritt, Kabel anlöten, hinten und vorne die Hülsen drüber, bloß ein ganz, man hat immer Resterle, man braucht nicht viel, da vielleicht so 3 mm, da 4, 5 mm und ablängen tun wir dann, wenn wir das dran haben. Dann können wir die Ecken abschneiden und dann, ihr seht, das Ding passt super rein. Ja. Und die Kabel lasst man da raus. Oder oben und unten. Also ich lasse sie lieber da raus. Weil ist das ein bisschen an der Seite hoch. Ne? Weil da hast du eigentlich auch von der Schreibplatine. Die läuft dann nach unten. Ich habe die schon abzwickt. Die läuft nach unten. Die braucht man aber nicht. Also haben wir dann da auch einen Platz und man könnte auch mit dem Kabel da durch die Löcher durch. Dann hätte man da auch wieder einen Platz gespart. Das Teil liegt bei mir schon, ich glaube, fast ein Jahr im Schub. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich das Ding umbaue, weil ich habe noch zwei weitere, die super funktionieren. Aber es ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, dass Lokomotiven irgendwo in einen Schub verrotten. Nein, sie sollen wieder auf die Anlage. Und jetzt habe ich ja Zeit. Und da mache ich dann einfach solche Sachen. Ich richte jetzt das her. Mit Kabel und allem drum und dran. Und dann sehen wir uns wieder. Das heißt, brauchen wir nicht. Ich tue jetzt den da raus. Weil ich habe ja das alles im Vorfeld schon gemacht. Ich tue auch den Motor wieder raus. Der kommt auch wieder ins Schachtel rein. Diesen Rahmen hebe ich mir auf für mein nächstes Projekt. Räume das weg. Und wie hat der andere Koch gesagt? Ich hatte noch mal was vorbereitet. Ne?
Also nicht wundern, jetzt rot. Habe ich also schon gemacht. Ja. Das gleiche bloß halt in rot. Zum Fixieren, ich nehme da immer ein bisschen was, was ich damit reinzwicken tue und tue das dann mit Sekundengeber festmachen. Das tut dem Motor nichts. Und so passt auch alles. Also kein Problem. Geht das wunderbar. So. Ja. Ich baue jetzt das dann da rein. Jetzt müssen wir schon Geduld haben. Also, dann setzen wir das einmal zusammen. Was ist das? Was hängt da hier unten drinnen? Nicht gut. Das brauchen wir hier draußen, das Kabel. Ja. Ich ziehe dann die nehme auf irgendeiner Seite raus. Dann setzen wir mal den ersten, kann man einer setzen. Ich finde das, was Ruppert damals gemacht hat, gar nicht einmal so verkehrt. Ich mache das lieber so. Ist nämlich schon irgendwo eine feine Sache. Rein damit. Und dann können wir unseren Motor schon mal reinsetzen. Das sitzt fürs Erste. Und das machen wir genauso. Aus dem Grund sitzt ja das Ding auch hier draußen. Ja. Jetzt hängt schon wieder der Zug. Das ist auch der Grund, warum ich eben aufgehört habe. Doch ein wenig schwer. Aber da lasse ich mich jetzt nicht durcheinander bringen. Die mache ich jetzt erst mal rein da. Bleibt da. Setzen wir den wieder an. Ah, jetzt hat er ihn erwischt, jawohl. Ja, ich sollte halt einfach bloß meine andere Brille hier aussetzen. Dann würde ich das auch besser sehen. Ja, es ist schon ein bisschen tricky da drin. Ein bisschen nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ob ihr das seht, weiß ich nicht. Und drin ist er. Ja, jawohl, Bewegung ist auch da. So, dann habe ich ja gesagt, wir haben da diese Löcher, da können wir unsere Kabel durchziehen. Einmal, zweimal. Na komm. Und da fragen sich noch welche, warum ich aufgehört habe mit den Fremdreparaturen. Es geht halt einfach nicht mehr so schön. So. Dann haben wir ein Schläubchen. Ich setze doch die andere Brille mit auf. Ist ja doch was anderes. Ja, super. So, machen wir da noch eine. Gleich was anderes. So. Und jetzt können wir hergehen. Und da brauchen wir etwas zum Abschneiden. Ich hätte mal so länger machen wir es nicht. Und da haben wir auch eins. Da gehen wir da drauf dann. Auch soweit. Die zwei hebe ich auf. Ja, sogar solche dünne, kleine Kabelstumperl hebe ich mir auf. Du weißt nie, wenn du mal so ein kleines Teil brauchst.
Ja, es ist wirklich so, nichts verschwenden, alles auf. Ihr seht, ich hebe auch die alten Motoren auf, allein schon wegen die Gehäuse. Braucht man einfach ab und zu. So, das hat man jetzt einmal. Einmal. Mit dem machen wir das Gleiche. Jawohl. So, jetzt habe ich bloß da gesehen. Ist das Kabel da vom Licht? Ah ja. Aha. Ah ja, da hat der Kettler ein Kabel vom Licht abgenüdelt. Und das geht da her, das geht da her. Aha, aha, aha. Das werde ich jetzt dann da mal. Da ist auch nochmal so ein Stumpen. Ja, Heiland, was soll das? Dann müssen die da drauf. Und der andere müsste. Ja, das werden wir sehen. Jetzt nehmen wir erst einmal da. Das habe ich gar nicht gesehen, dass der nicht drauf ist. Aber das ist nicht so tragisch. So. Jetzt nehmen wir einmal da ein wenig Fett drauf. Da auch. Jawohl, ja. Dann brauchen wir da mal ein bisschen. Verzinnen, einmal, sehr schön, zweimal. Dann schauen wir mal da Nummer 1. Den tun wir jetzt da drauf. Aha. Den setzen wir da drauf. Nein, jetzt warte mal, das ist ja das mit den ganzen Kabelstumperl da, das gefällt mir sowieso nicht. Mal das runter machen, ja. Sitzt auch, jawohl. Jetzt müssen wir bloß schauen, wie das alles zusammengehört. Ihr seht ja, da ist schon einiges dran rumgelötet worden. Da ist zum Beispiel der Umsteller nicht mehr da, der ist überbrückt worden. Und ich muss jetzt bloß einmal schauen, was ich da her brauche. Da habe ich den dran und da habe ich den nicht dran. Das heißt, wir müssen den da und da anlöten. Ich werde jetzt die Lampen da mal ein bisschen gerade ziehen. Wenn nicht, suche ich mir einfach eine neue. Dürfte ich aber auch noch haben. Der müsste eigentlich so her. Und dann müsste das wieder passen. Schauen wir mal. Ja. Momentum. Moment, was hat falsch herum? Ich muss jetzt da mal überlegen. Ja, das kriegen wir dann schon. Jetzt haben wir mal da unsere Trägestühle wieder ansetzen. Einmal. Seid ihr noch im Bild? Ja. Na, komm her. Zweimal. Machen wir den Kameraden. Na, komm. Jawohl.
schön. Drücken wieder da her. Haben wir da schon mal keine Probleme. So. Ich setze jetzt die nochmal als Geist da her. Frage natürlich, ob das da fest ist. Jetzt habe ich das Birnl übergerissen, ja. So, und da schauen wir jetzt einmal, wo gehört der Birne hin? Den habe ich da dran, den habe ich da dran. Gut, schauen wir mal, ob es geht. Lampe geht. Da schauen wir mal unten an, wenn wir da hin müssen. Das heißt, der sitzt da hier drin. Beleuchtet diese Seite und der muss da über. Der macht diese Seite. Ja, also haben wir da gar nicht einmal so verkehrt. Stimmt das schon im Großen und Ganzen? Wenn wir das ein bisschen nachschieben. Ja, jetzt ist er aber gescheit unscharf. Jetzt ist er aber gescheit unscharf. Ah, oh, nein, da ist jetzt alles ab, da ist nichts mehr dran. Jetzt muss ich schnell schauen. Nein, da schaue ich jetzt. Ja, doch, ich schaue mal. Ich tue euch mal schnell weg, ich schaue, dass ich eine neue Birne leider. Leider habe ich jetzt nichts gefunden. Ja, ich werde einmal nochmal genauer schauen. Ich habe bestimmt irgendwo was liegen. Aber halt wo. So, wir machen jetzt das da wieder schön rein. Dass das passt. Drehgestelle passen auch. Da haben wir auch gut drauf. Und die passt auch. Ist in Ordnung. Dann setzen wir den Kameraden drauf. So. Und dann gehen wir auf die Anlage. Ja. So, und dann haben wir einfach mal eine schöne Freifahrt. Ich bin mehr als zufrieden. Läuft wirklich geschmeidig für das alte Teil. Gehen wir wieder durch und schauen wir. Geschwindigkeit hält da auch sehr schön, 96 km/h. Das ist für einen Personenzug absolut ausreichend. Ich würde sagen, das passt mir so.
Da im Bahnhof steht übrigens die letzte, die ich gekauft habe. 44,5 Rocco in Grau. Absolute Seltenheit. Hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich sie gekriegt habe. Läuft auch einwandfrei, hat aber noch den Originalmotor, bleibt auch, solange er sich bewährt, bleibt er auch drinnen. Ja, und da kommen sie wieder. Ja, ich würde sagen, Operation geglückt, Patient lebt. Ja, für mich ist das jetzt auch eine kleine Übungsvorstellung mit dem neuen Gimbal, dass ich das Ding auch richtig handhabe und auch lerne damit umzugehen. So, da lassen wir jetzt noch vorbei und dann war es das auch wieder für heute. Mit diesem Bildern verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und verbleibe als euer analoger Gerd. Fürs euch Gott.